Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kurs Forschungssoftware und Datenformate in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Mein Name ist Martin Scholz, ich bin Mitarbeiter der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg und unter anderem zuständig für das Digital Humanities Lab. In diesem Kurs werden wir, wie der Name schon anklingen lässt, eine Einführung in digitale Forschungswerkzeuge geben. Dazu kriegen Sie einige Hintergrundinformationen zu diesem Thema und wir werden Ihnen eine kleine Auswahl solcher Werkzeuge präsentieren. Dabei haben Sie nicht nur die Möglichkeit, diese Werkzeuge theoretisch kennenzulernen, sondern auch in kleinen praktischen Übungen zu erproben. In diesem Video werde ich Ihnen einige wichtige organisatorische Hinweise geben und auch Hintergrundinformationen zu diesem Kurs. Warum soll ich digitale Werkzeuge überhaupt erlernen? In Ihrem wissenschaftlichen Vorhaben können digitale Werkzeuge Sie maßgeblich unterstützen, sei es bei der Durchführung von größeren Forschungsprojekten oder auch beim Erstellen einer Studienarbeit oder einer Dissertation. Je nachdem, in welcher Arbeitsphase Sie sich befinden, können digitale Werkzeuge Sie unterstützen, zum Beispiel für die Planung von Projekten, für die Recherche von Materialien und Quellen, für die Bearbeitung und Erstellung von Texten, Bildern und anderen Daten, für die Analyse und Visualisierung der Daten, für die Sicherung und Archivierung von Ergebnissen oder auch für die Aufbereitung einer Publikation. Mit einer geeigneten Auswahl an digitalen Werkzeugen können Sie Ihre Arbeit in allen Phasen der Forschung leichter, schneller und effizienter gestalten und bewältigen. Ich habe bis jetzt wenig Erfahrung im Umgang mit digitalen Werkzeugen. Eignet sich dieser Kurs überhaupt für mich? Keine Sorge, Sie können an diesem Kurs teilnehmen, auch wenn Sie bis jetzt nur mit gängigen Programmen gearbeitet haben, wie zum Beispiel Microsoft Office-Anwendungen. Dieser Kurs eignet sich auch für Anfänger. Muss ich für die Nutzung der vorgestellten Werkzeuge Lizenzgebühren zahlen? Nein, im Rahmen dieses Kurses werden für Sie keine Kosten anfallen. Alle in diesem Kurs vorgestellten Werkzeuge sind Open-Source-Anwendungen bzw. stehen kostenfrei zur Verfügung. Wie arbeitet man in diesem Online-Kurs? Mit welcher Lerneinheit soll ich beginnen? Der Online-Kurs beginnt mit einem Einführungsteil. Neben einem Überblick über das Thema Software und Datenformate in der Forschung bekommen Sie hier unter anderem auch Tipps und Hilfestellungen, die Sie bei der Auswahl eines geeigneten Werkzeuges unterstützen können. Anschließend kommen die Lerneinheiten, in denen konkrete digitale Werkzeuge vorgestellt werden. Je nach Interesse können Sie sich für eines oder mehrere dieser Werkzeuge entscheiden. Zu Beginn jeder Lerneinheit, im Abschnitt Kennenlernen, wird erklärt, wo das jeweilige Werkzeug eingesetzt wird und welche Funktionen es bietet. Nach der Bearbeitung dieses Abschnitts können Sie nun entscheiden, ob das Werkzeug bzw. die Lerneinheit für Sie interessant ist. Falls ja, gehen Sie zu den weiteren Lernabschnitten über. Dort werden Sie grundlegende Funktionalitäten des Werkzeugs kennenlernen und diese auch in den begleitenden Übungen direkt anwenden. Die Lerneinheiten bauen aufeinander auf. Sie sollten diese also der Reihe nach bearbeiten. Sollten Sie beim Bearbeiten der Übungsaufgaben Fragen oder Probleme haben, können Sie sich an unsere Tutoren wenden. Wir sind per E-Mail oder im Rahmen der Öffnungszeiten des DH-Labs erreichbar. Das Digital Humanities Lab ist ein Angebot an Studierende, Lehrende und Forschende gleichermaßen. Es bietet Unterstützung bei praktischen Belangen, Fragen und Problemen rund um das Thema digitale Geistes- und Sozialwissenschaften. Nähere Infos erfahren Sie auf der Website des Labs. Nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg, Spaß und Kreativität beim Erlernen der digitalen Werkzeuge.